Hallo zusammen und herzlich willkommen zu XP Hearts of Iron 4. Wir müssen noch ein bisschen was mithelfen, denn sonst werden wir da nicht rechtzeitig durchkommen, würde ich mal behaupten. Wenn es uns zu Problemen kommen. Hier unten. Zack. Armee nach da oben hinsetzen. Jep, wunderbar. Zack. Sitz passt und hat Luft. Ihr könnt gerade alles überrennen, wenn ihr gut seid. Macht ihr auch. Okay. Das ist das, was ich da sehen wollte. Einmal alle überrennen. So, wir sind überall grün, so wie wir es sein könnten. Yep. Spitfires hätten wir noch ein paar Stück im Petto. Reicht aber soweit. Reicht soweit. Immer noch hinterher, immer hinterher, immer hinterher, immer schön hinterher. Wir müssen durchbrechen. Und zwar so schnell wie irgendwie möglich. Wir sagen noch... Euch geht's gut soweit, euch geht's richtig gut sogar. Ich hätte gerne noch einen weiteren Kommandanten. Aber es bringt nichts. Es bringt rein gar nichts. Verbesserung für die Arbeiter, das können wir nur machen. Ja, das geht immer. Ich gerade sagen, du. Dann kannst du aber auch noch mit nach da vorne gehen. Hauptsache, ihr schafft es irgendwie durchzubrechen. Du machst schon ein bisschen mehr an Konvoischiffen. Und danach hauen wir noch mehr in die Produktionsrieger rein. Sonst noch etwas gerade... Öl, das können wir alles handeln. Den Rest gerade nicht. So. Zack, 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 zack. So, das passt. Damit können wir vielleicht was anrichten. Flakpack etc. pp. Yep, haben wir auf jeden Fall genug. Aber mehr als genug. Und ihr schießt auch alles ab, was ihr gerade finden könnt. Oh ja. Und zwar gewaltig, wie ihr finden könnt. Eventuell sagen, alle sollen großartig angreifen. Yep, machen wir. Ich möchte hier alles verballern bis zum Umfallen. Ich möchte hier alles verballern. Mexiko, du musst so schnell wie möglich fallen. Einen langgezogenen Krieg kann ich mir nämlich nicht leisten. Aber überhaupt gar nicht sogar. Weiter, weiter, weiter. Während wir immer schön alles abschießen, was wir abschießen können. 80 ist recht gut, aber wir können auch sagen, hey... In zwei Hälften aufteilen, das setzt mich noch effektiver. Dann könntest du mich noch mehr quasi zerstören, wenn ihr was findet. Brasilien, nein. Japan, ja. Aber nerven wir gerne aus Brasilien eher weniger. Ich wollte gerade sagen, Hallöchen, könnten wir vielleicht das hier mitnehmen? Ja, das geht auch, das geht auch. Die Ports gehen auch soweit alle. Ja, sowas von. Bitte weiter nach, bis nach da oben, wenn es geht. Bis nach da oben durchbreddern. Egal wie. Je schneller wir rüberkommen, umso glücklicher bin ich. Puerto Rico, okay, sie versuchen hier durchzukommen, aber schaffen es nicht ganz. Du bist gelb. Sonst sehe ich nämlich bald gar nichts mehr. Die Front ist auch weg, die auch, die auch, die auch. Mexiko ist bald gefallen, hoffentlich. Ja, so gut wie. Die letzten paar Sachen nehmen wir unten ein. Dann sollte es das gewesen sein. Dann können wir nämlich weitermachen mit, unserem Eroberungsfeldzug. Und wir haben keine Leute mehr. Mir sind gerade die Leute ausgegangen. Das ist ein bisschen unschön. Ein bisschen arg unschön. Aber vielleicht bekommen wir noch ein, zwei Punkte. Oder alle noch. Oder alle noch. Oh, zum Glück. Zum Glück an der Stelle. Bitte, ihr alle. Geht so schnell, wie es geht. Quasi dorthin. Zack. Genauso wie du. Zack. Und du und... Du gehst dahin. Dann sagt man nämlich attackieren hierüber. Attackieren hierüber. Und wir können sagen, bitte alle irgendwie einkascheln. Attacke, 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 Attacke. Ja, die sind eingekaschelt. Fast soweit. Angreifen, angreifen, angreifen und angreifen. So. Ihr auch, ihr auch, ihr auch. Und ihr habt die auch bald weggeschossen. Yep. Oh, zum Glück. Ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen zu heftig geworden, hätten wir die jetzt nicht besiegen können. Na, was soll's. Der kann von oben noch eingreifen.
Passt soweit, genauso wie und genauso wie hier. Fehlen uns noch ein paar Leute, definitiv. Sowas von definitiv. Aber das macht nichts aus. Dies macht rein gar nichts aus. Nordamerika gehört uns. Damit gehört es ist offiziell, Nordamerika ist unser Kontinent. Und das nächste, was offiziell ist, wir brauchen auf jeden Fall Kompromiss für Quebec, denn wir haben zu wenig Leute. Viel zu wenig Leute. Wie gesagt, die Alternative wäre noch die Wehrpflicht zu machen, aber das bringt relativ wenig, würde ich sagen. Das bringt echt wenig. Angreifen, yep. Angreifen, yep. Angreifen, yep. Angreifen, yep. Zack, zack. So schnell es geht, sie ausradieren. Ach, zum Glück. Oh, es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres, als wenn das funktioniert. Sudele. Was als nächstes? Bessere Waffentechnik? Her damit. Was soll es an der Stelle einfach nur her damit? Japan. Drei Stück, wunderbar. Brasilien, nichts mehr. Die kriegen nichts mehr von mir. Habt ihr noch soweit alles bereit? Konzentriert ihr? Haben wir jetzt auch soweit. Machen wir am besten noch Gummiverarbeitung. Das wäre auch nicht das Verkehrteste. So. Ich möchte, dass ihr alle anhaltet. Also wir alle anhalten. Ja, das passt soweit. 600 Stück. Ist recht gut. Können wir sagen, hier hin und dorthin und gut ist. Und die nächsten 600 Stück. Dorthin. Ja, wobei. Ja, warum nicht? Wir haben hier unten gar nichts. Doch, hier haben wir was. Hier haben wir was. Dorthin und dorthin. Dann könntest du alle fliegen. Also, sie könnt alle fliegen und ein bisschen was vielleicht finden und zerstören. Das ist doch auch gar nicht mal so das Schlechteste. Weg und weg. Sodele. Dann können wir hier noch angreifen. Hauptsache, wir haben die gesamte Seemacht hier hinter uns. Okay. Dann möchte ich, dass die nach darüber gehen. Ein bisschen Ordnung muss natürlich schon sein. Ihr geht nach darüber hin und dürft alle zusammen Richtung Honduras jetzt losgehen. Ne, warte, nicht Honduras. Was bist du nochmal? Du bist Guatemala. Okay, Guatemala genauso gut. Mindestens genauso gut. So, wen haben wir sonst noch anzubieten? Da haben wir noch zwei Stück. Wir kommen noch darüber hin. Und dann sagen wir, deine ganzen Truppen hier, deine acht, wo noch übrig sind, kommen zu ihm hier rüber. Passt soweit. Dann möchte ich nämlich, dass du quasi dorthin gehst. 1, 2, 3. Dorthin, wunderbar. 1, 2, 3. Dorthin und wunderbar. 1, 2, 3. Wir die ganzen Minions einnehmen. 1, 2, 3. Da quasi noch, darüber hingehen. Und 1, 2, 3, 4. Von da bitte nach da drüben angreifen. So. Das klingt nach einem guten Mörder. Das klingt nach einem super Plan. Das heißt, wir haben euch, die hier angreift. Und hoffentlich hier ein bisschen was anstellt. Und da brauchen wir kein. Da brauchen wir nichts. Das passt schon. Hauptsache, wir tun hier ein bisschen was finden und vernichten. Das reicht schon voll und ganz aus an der Stelle. Danke für die Panzerabwehrwaffen. Und können mich gleich den etwas besseren machen. Währenddessen dürft ihr euch dorthin bewegen und ihr bewegt euch einfach mal dort drüben hin. Keine Ahnung. Es gibt gerade nichts zu tun für euch an der Stelle. Wir werden jetzt nämlich quasi Stück für Stück Krieg führen. Immer Stück für Stück. Wir bräuchten halt noch mehr Leute gerade. Das ist gerade unser Problem. Aber Quebec ist auf dem Weg. Quebec ist auf dem Weg an der Stelle. 16, wo ist der Rest? Ich wollte gerade sagen, bitte einmal herkommen. Oh, hatte ich ihn aber auch. 8 Stück versenkt, nochmal 8 Stück versenkt. Die wollen sich quasi hier noch ein bisschen was holen, so wie es ausschaut. Nein, nicht dazu. Garnisonen. Oh, 52.000, yep. Es wird nicht besser auf Dauer. Es wird echt nicht besser. Japan.
Geistesunterstützung. Manchuku eventuell. Yep, dankeschön. 150.000. Dankeschön. Das ist das, was wir noch gebraucht haben. Dann bitte einmal den Krieger klären. Wunderschön. Und danach geht es weiter mit Honduras. Sitz passt, hat Luft. Ihr solltet hoffentlich alles soweit fertig sein. Ansatzweise. Ansatzweise. Okay, passt soweit. Ihr seid fertig. Dann dürft ihr auch, wann ihr könnt, angreifen. Ist gerade egal wie. Angriffstrupp. Okay. So kann man das System ein bisschen cheaten. Mit Hunger auf ein bisschen. Fernmedikompanien. Oh, ja. Und Militärunterdrückung. Yep. Damit können wir auch noch arbeiten. So. Das heißt, ich habe ein paar Punkte übrig. Dann sagen wir Fernmedikompanie her mit dir. Und Fernmedikompanie her mit dir. Wunderbar. Passt. Können wir euch noch verstärken? Das geht noch. Ja, herrlich. Mehr Soldaten in die Trupps rein. Guatemala ist zum Feind über... ist feindlich gesinnt. Och, das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Jetzt schwören könnte, es läuft alles super. Danke dafür. Honduras ist als nächstes dran. Ihr seid meine Landarmee. Schlichtweg, ihr werdet hier alles niederwalzen. So gut es nur geht. San Salvadore. Faschistisch. Ja, da wirst du mir nachher wahrscheinlich Probleme bereiten. So viel Glück wie ich habe, wirst du mir Probleme bereiten. Was machen wir noch alles? Klima ist mir gerade egal. Infanterie, Durchschlagskraft und dergleichen. Ja, das ist schon ein bisschen besser. Es hält sich gerade die Waage. Haben wir irgendwas eingenommen bereits? Scheint noch nicht ganz, aber wir sind hier und dort auf dem Weg. Yep. Da haben wir's. Dich haben wir, dich haben wir, dich haben wir, dich haben wir. Oh. Oho. Wir haben ziemlich viel, stelle ich gerade fest. Richtig viel sogar. Dann könnte man doch sagen, als nächstes, bitteschön. Ich möchte den nächsten Angriff vollführen. Von hier nach dort drüben. Nach Georgetown. Ich möchte bitte die zwei Angriffe noch machen. Das heißt, du machst einen Angriff von hier nach da unten hin. Und du, mein Freund, darfst einen Angriff von hier nach da hinten rüber reinmachen. So. Also mal von nur 4 Tagen. Das ist echt gut. Das ist mehr als gut sogar. 82, 89. Ihr könnt sie rausboxen. Ja, aber sowas von. Aber sowas von könnt ihr die rausboxen. Da weg. Ich wollte gerade sagen. Trotz gerade so ein bisschen Kanger bei dem ganzen Spielchen hier. 150 Hineinkompromiss mit Quebec brauchen wir zuerst. Wir verlieren so viele Truppen. Da müssen wir schon ein bisschen noch hinterher eiern. Nach da angreifen. Ja, wunderbar. Und irgendwo haben wir... Ah, da haben wir auch noch welche übrig. Okay. Dass wir auf jeden Fall quasi auch den Bereich haben. Diese Hauptsache, wir haben die ganze äußere und die ganze äußere Bereich. Kriegsbeitritt. Kriegsbeitritt. Es gibt kein Kriegsbeitritt. Es gibt kein Kriegsbeitritt, meine Guten. Alles wunderbar soweit. Erhöhen, 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 erhöhen. Passt. U-Boote. Ach stimmt, weil wir die U-Boote mal raushauen. Deswegen haben wir so oft ein kleines Defizit. Ja, die Niederländer haben auch keinen Spaß. Überhaupt keinen Spaß bei der ganzen Sache. Wie schaut es denn hier aus überhaupt? Relativ gut. Relativ gut sogar. Nur eine Einheit hier. Ab nach da noch mithelfen. Überall mithelfen, solange wir nur keine Mithelfer. Honduras. Honduras, bitteschön. Kriegserklärung machen, yep. Passt soweit. Dann als nächstes Kriegsrechtfertigung gegen Nicaragua. Einfach nur, weil wir es können. Einfach nur, weil wir es können. Oh, wunderschön. Nach da unten hingehen. Nach da unten hingehen. Und sonst nichts machen. Nein, sonst nichts machen. Das passt schon. Hauptsache, wir bekommen die Punkte noch für uns.
Und ihr nach da unten hin. Rushed, 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 rushed. Solange wir sie über den Haufen schießen können, sage ich nicht nein dazu. Gut. Landdoktrine. 50%. Ja, die machen wir. Die machen wir, wenn es funktioniert soweit. Peru ist den Achsenmächten beigetreten. Na gut, dürfen sie ja ruhig machen. Dürfen sie ja ruhig machen an der Stelle. Juckt mich zum Glück noch gar nicht. Honduras ist bereits gefallen. Ja, das war klar. Die ganzen Länder an der Seite hier. Kein Problem für uns. Sowas für kein Problem für uns. Wir machen noch ein paar mehr Handelskonvois. Das ist nicht gerade die dümmste Entscheidung an der Stelle. Nach Bedarf. Ja, dann kriegen wir nämlich auch noch neue Leute. Und was benötigen wir momentan eigentlich am meisten? Wir haben so wie keine Flachs. Keine Ahnung, wie wir das nicht schaffen können, aber okay, was soll's. Was soll's. LKWs brauchen wir auch eine ganze Ladung. Her damit. 5. Zack, 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 zack. Und danach bauen wir auf jeden Fall noch mehr Jäger. Wenn sonst nichts geht, hier gehen auf jeden Fall. So, Dolle. Siam, noch mehr nehmen. Yep, bitte gib mir noch mehr. Gib mir noch so unsagbar viel mehr. Die Spitfire Mark 1, die könnte ein bisschen mehr Zuverlässigkeit vertragen. Ja, wobei. Ein bisschen mehr Motorleistung wäre, glaube ich, besser. Wir tun auf ein bisschen mehr. Gut. Mit was machen wir jetzt weiter? Am besten sagen wir, wir greifen hier Haitis nächste Mann. Yep. Alle bitte durch, alle bitte durch. Ihr wisst, was los ist. Alle bitte hier durchgehen. Haiti ist auf jeden Fall mit dabei. 85 Tage, das dauert zu lange. Dies dauert viel zu lange. Dänemark, die Fjordinseln, die wären auch noch interessant. Kriegsbeitritt. Es gibt keinen Kriegsbeitritt. Sind wir nicht, was sie haben? Es gibt keinen Kriegsbeitritt. Es existiert gar nicht. So, kommen wir ins Plus rein. Wir kommen ins Plus rein. Wunderbar. Quebec, Gedönsel etc. pp. Sollten wir auch demnächst was bekommen können. Das passt soweit. Nicaragua ist auch durch. Das heißt, Kriegsunrechtfertigen gegen Kuba. 25 Tage her damit. Immer nur her damit. Und schön fleißig alle Gegner einnehmen. Ja, hier ist ein Alliierten beigetreten. Solange es Alliierte gibt, zeige ich nicht nein dazu. So werden wir nämlich nach und nach unsere Anzahl vergrößern. Wie viel haben wir denn hier momentan drin? 16 Stück. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte bitte noch 17, 18, 19. Nur 3 Stück geht momentan. Ja, so ein bisschen wenig. Die ist schon ein bisschen wenig. 3 Stück bei 24. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 6 mal 4. 6 mal 4 ist in Ordnung an der Stelle. Die bitte einmal machen und raushauen, sobald wie verfügbar. Ich wollte gerade sagen, das ging jetzt ziemlich schnell. Ich habe gleich mal gesehen, wie schnell es geht. So, bitte weitergehen. Ja, dankeschön. Immer schön weiter nach unten. Ich glaube, das sind wieder 50 Tage da unten. Hier 85, guck mal, so ist. Da warten wir einen Monat und können dann die nächsten angreifen. Das passt schon. Ich sehe bessere Waffen. Und wenn ich bessere Waffen sehe, werde ich die natürlich auch direkt schon mal verbauen. Quit India. Mir egal. Das ist mir sowas von Jagdiose momentan. Ein Schiff vernichtet. Nichts gemacht und nichts gemacht. Sie versuchen hierher zu kommen. Sie versuchen es, aber sie schaffen es nicht. Das einzige Gute ist, sie schaffen es nicht. Trainieren? Ja, bitte trainieren. Mhm. Mehr Gummi. Mehr Gummi ist ebenso gut. Dann, die sind noch ein bisschen voraus, die Forschungen. Das passt soweit. Spitfire und Co. ein Jahr, das dauert noch auch zu lange. Das ist auch, die Torpedos wären noch eine Sache, aber sonst... Ah,
sagen wir eher Lazarette. Ich möchte mehr von unseren Soldaten wieder zurückholen. Ich glaube, damit dürfte jeder einverstanden sein, dass es nicht gerade die schlechteste aller Möglichkeiten ist. Okay, Kuba, du fällst mir zu Opfer. Wunderbar. Während die Costa Rica-Leute da unten mit unserem anderen General zu tun haben. Dankeschön dafür. Yep, Kuba ist den Erden beigetreten. Ja, dann gibt es keinen Kuba Libre für die El Salvadoris in Achsenmächten beigetreten. Yep, das war klar. Du bist so ein kleines Geschwür nachher. So ein kitzelkleines Geschwür, was mich nachher mehr zucken würde. Dominikanische Republik ist den Achsenmächten beigetreten. Yep. Das wundert mich auch ganz und gar nichts. So, los geht's. Bis auf ihr drei. Ihr geht nach hinten hin. Wunderschön. Kuba, oh, du brauchst nicht dabei sein. Das passt schon. Das passt schon so weit. Neun Stück. Yep, mehr abschießen, mehr abschießen. Ich sehe gar nicht, wie viele es sind. Es sind einfach nur Essenstruppen, die gerade abgeschossen werden. Das war es aber auch schon. Kuba gehört uns. Wunderbar. So, Haiti. Haiti, du bist auch noch so ein kleines Ländchen, wo ich mir denke, ja, das wäre doch schön, wenn wir da auch angreifen könnten. Innerhalb von 5 Tagen. Nice. Das gefällt mir. In 5 Tagen angreifen können, ist eine schöne Sache. Wir haben ein einziges Schiff verloren. Das macht nichts. Dafür, dass wir mittlerweile so viel vom Gegner vernichtet haben, würde ich mal behaupten, schaut das recht gut für uns aus. Also Streitkräfte haben da keinerlei Probleme mit irgendetwas. Was haben wir denn hier? Hier müssen wir soweit voll. Hier auch. Ist ja mal ein bisschen weniger. Das ist auch in Ordnung. 9000. 8, 16, 24. Ja, 3 Mal. Passt auch. Sage ich auch nicht dazu. Können wir da noch ein paar rauspumpen. Wir haben schon mit Quebec gehandelt. Das heißt, als nächstes machen wir Handelsüberfälle. Ja. 10% Effizienz auf Konvoi-Befehl noch machen. Hallöchen, britische Flotte. Ja, die muss jetzt quasi das Meer nach und nach verlassen. Aber mit 13 kann ich halt auch noch nicht so viel machen. Home-Risiko reparieren, alles machen. Ganz vergessen, dass ich es bei beiden immer sagen muss. Ganz und gar vergessen. Danke fürs Trainingscamp. Costa Rica können wir es auch angreifen. Einen Moment. Also ein bisschen viel auf Anhieb. Landdoktrine vergünstigen, yep. Gerne doch. Sturmangriff nehmen wir. Dankeschön. Den Rest brauchen wir nicht. Nein. Costa Rica war da unten. Yep, Costa Rica ist da unten. Attacke. Dann Haiti. Attacke. Es wird immer besser. Jeniseda ist den Achsenmächten beigetreten. Das war logisch. Nach und nach kommt die Sari auch ins Rollen. Sonst brauchen wir nichts mehr. Nein. Was wir vielleicht machen müssten, wäre. Oh Gott. Russland. Ihr schaut echt böse aus. Ihr schaut richtig böse aus an der Stelle. Bitte einnehmen und so rüber. Und die Hälfte der Truppe soll bitte dort rüber hin. Und nach dort dann rüber gehen. So, bitte alle Mann. Positionieren. Ja, das ist ein Kampf, da möchte ich am liebsten sagen, niemals enden, niemals enden. Britisch-Deutsch, wir haben noch Südafrika, Neuseeland, es gibt noch viele. Es gibt noch viele. Gegen China, ja, sind wir jetzt noch nicht so gut aufgestellt, gebe ich zu. Da sind wir noch nicht ganz so gut aufgestellt. Logistik-Genie, ja, machen wir als nächstes. Ist nicht verkehrt, ein bisschen zu logistisieren. Stoppen. Wir möchten keine mehr verlieren momentan. Ihr seid alle schon E-Profis. Was soll das? Du noch nicht ganz, aber das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin soweit. Haben wir noch mal ein paar weitere? Natürlich. Natürlich haben wir dann noch ein paar weitere. Los geht's. Und danach hoffentlich können wir dann Kangaroo. Ihr habt den Baum auch noch. Dann müssten wir vielleicht noch was Kleines machen mit Herstützpunkt.
Luftwaffenstützpunkt ausbauen, yep. Ganz, ganz dringend ausbauen. Und zwar bräuchten wir quasi einen. Ja, da ist schon zwei, dann tun wir den ausbauen. Den brauchen wir. Und wir brauchen auch eine Verbindung nach da drüben hin. Ja, die brauchen wir auch. Wenn wir nämlich quasi Deutschland in den Rücken fallen, was wir auf jeden Fall machen werden, brauchen wir da jede Hilfe, die wir kriegen können. Was noch, was noch, was noch? Snipe-Chassiers, die haben wir schon ewig nicht mehr gemacht, so wie es ausschaut. So, bessere Waffen. Ich bin gespannt, ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich es mir vorstelle. Atri, Pack, Flak kommt alles ins Plus rein, wunderbar. Wir könnten nur sagen... Nee, kommen wir nicht, okay. Ich würde sagen, wir könnten hier und dort noch ein bisschen was an Hilfe holen, aber geht noch nicht. Geht noch überhaupt nicht. Zwölf Stück zweimal. Warum nicht? Geht sogar noch besser. Noch besser, noch schneller, näher von allem. Haiti, können wir die schon angreifen? Gleich. Okay, gleich. Wir müssen immer ein bisschen Ruhe bewahren. Haiti können wir jetzt angreifen. Wunderschön. Krieg erklären. Zack, wunderbar. Wenn wir das schon mal gemacht haben, Attacke. Und bitte Panama-Kanal ebenso attackieren. Los geht's. Können wir dann nochmal sagen, haben wir nochmal 200 übrig für die Aktion? Haben wir sogar. Okay. Immer schön weiter trainieren. Immer schön weiter trainieren. Die Spitfires, die pumpen wir einfach nur raus. Das gibt es keinen Morgen mehr. Wir sind Alliierten beigetreten. Als Feind dazugeholt. Macht nichts. Hauptsache, wir bekommen den Punkt hier. Haiti soll mein sein. Komm, 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 komm. Okay. Ich wollte gerade sagen, grüne Luft. Wir bombardieren sie nieder. Ich glaube, spätestens jetzt solltet ihr eigentlich keine Chance mehr gegen mich haben. Panzerabwehrgeschosse auch noch weitermachen. Immer ein bisschen was von allem machen. Na komm, put, 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 put. Wir haben Haiti. Wir haben Haiti. So. Wir haben fast komplett alles aufgeräumt, was wir aufräumen wollten. Kolumbien haben wir noch, aber das Problem ist, Kolumbien hat hier... Ja. Es ist unschön, hier durchzukommen. Es ist richtig unschön, da durchzukommen. Deswegen, wenn wir jetzt eher mal sagen, hey, ihr hier, bleibt mal auf diese Insel drauf. Oder nein, ihr bleibt nicht drauf. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine bessere Idee. Ihr werdet jetzt alle so schnell wie es geht nach da hinten zurückgehen. Und werden euch hier sagen, dass ihr auf die Insel sollt. Wunderbar. Attacke. Ja, doch, das könnte was werden. Das könnte was werden. Dann sagen wir noch, ich hätte gerne euch hier um San Salvador herum. Das möchte ich auch noch haben. So. Wir bereiten den großen Betrug vor. Den bereiten wir sowas von vor. Ich hätte gerne... Ja, das sind gerade die Bereiche, die ich abdecken muss. Mehr nicht. Mehr nicht. Venezuela. Kann ich nicht den Krieg erklären, aber ich kann Deutschland den Krieg erklären. Allein das wird mir schon einiges einbringen. Peru da hinten, pff, was soll Peru schon machen? Die können rein gar nichts machen. Kirchfähig und 25 Tagen, genau, dann können wir mich sagen. Wir machen eine Seenversion mit denen nach da unten hin. Das wäre schon mal eine Sache. Können wir da ein paar Einheiten rauspumpen? Yep. Wir noch mehr rauspumpen sogar. Muss ich gerade mal gucken. Geht das? Drei Stücke. Bräuchten noch fünf weitere eigentlich. Eins. Können wir das einen momentan machen? Schade. Schade, 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 schade. Aber was soll's. Nope. Wir brauchen auch hier nichts. Das ist das Klügste, was ich gerade machen kann. Den Kontinent aufräumen, um hoffentlich den Sowjets noch zu helfen. Ich weiß nicht, ob das schon zu spät ist momentan.
Das weiß ich halt echt nicht. Es gibt ja aktuelle Kriege hier. Deutschland, yep. Theoretisch könnte man nämlich noch Glück haben, dass wir sie wegbekommen können. Aber ob das auch geht, sehen wir in der nächsten Folge. Stato, macht's gut und wie immer. Tschüss und drückt mir die Daumen. Vielleicht haben wir ja die ein oder andere Chance hier.